Ich und Audio. Ja, ist immer sorry. Ah. Moment, da unten muss ich noch ausmachen. Es ist. So. Jetzt. Ja, sorry. Irgendwie mit Mikrofonen und Audio habe ich es nicht so. Da muss ich immer genau aufpassen, was ich da an- und ausschalte. Es gibt ja hier nur 5 bis 7 Audioquellen, die man irgendwie zusammenmischen kann. Okay. Gut. Ja, in der letzten Folge oder im letzten Stream haben wir ja angefangen, hier so einen Arcane-Run zu machen. Und ich habe ja den ersten Boss besiegt. Den Gascoigne und wir haben es bis in die Kathedrale geschafft oder bis zuvor zur Kathedrale. Was ich euch noch zeigen wollte, genau, da gehen wir jetzt mal kurz nochmal in das Zentrum von Yharnam, weil ich habe ja mal ein Video gemacht, wo man überall NPCs zur Hilfe rufen kann und da habe ich einen vergessen. Und das können wir jetzt gleich noch mal gucken, damit ich so ein bisschen warm werde hier. Und ja, dann ist mir in der letzten Folge auch noch was Blödes passiert. Ich habe nämlich die falsche Startklasse genommen. Ich habe, was habe ich denn da genommen? Die noble Abstammung, glaube ich. Und ich hätte hier so irgend so ein schweres Schicksal nehmen müssen, oder wie das heißt. Und habe dadurch 5 Arkanpünktchen verschenkt, blöderweise. So. Und hier kann man nämlich den Alfred zur Hilfe holen, wenn man möchte, für die Klerikerbestie da oben auf der Brücke. Also wer das noch nicht wusste und wer mein Video geguckt hat, hat das vielleicht vermisst. Ich glaube, der ist ein bisschen besser als der Gascoigne, den man ja auch an diesem Brunnen zur Hilfe rufen kann. Weil der Gascoigne, der, ja, sag ich mal, macht da keine gute Figur in dem Kampf. So. Aber wo macht man denn jetzt weiter? Oh, jetzt muss ich erstmal hier gucken, wo wir eigentlich waren. Genau, und weil ich die falsche Startklasse genommen habe und mir einige Punkte deswegen gefehlt haben. Genau, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Habe ich zwischendurch ein bisschen gelevelt. Hätte ich sonst nicht gemacht, weil ich will ja eigentlich alles im Stream spielen. Aber in dem Fall habe ich mir gedacht, das mache ich hier mal off-Kamera und habe eben ein paar Pünktchen hochgelevelt und ein paar Blutechos gesammelt, damit ich das ungefähr wieder ausgleiche. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich noch Blutsteinscherben gesammelt. Davon kann man ja nie genug haben, weil ich habe jetzt nur den Flammensprüher aufgewertet. Für meine Axt habe ich noch nichts. Jetzt gehe ich hier mal raus und gucke mal, ob die Eileen schon da ist. Nee. Ach, da muss ich erst die Tore öffnen. Genau. Da muss man erst die Tore öffnen. Ich bin gar nicht mehr so drin. Ich habe das Bloodborne schon ewig nicht mehr gespielt. So, und jetzt sammeln wir hier noch mal ein paar Scherben. Wieso droppen die nix? Könnten ja ruhig mal was droppen, wusstest du eigentlich? Dass wenn man die Walte-Questline bis zum Schluss macht, man am Ende diese Schlangenbeschwörung als Spell bekommt. Ja, den habe ich mir schon mal geholt. Bloß ich finde den total schwierig zu bedienen, muss ich sagen. Also, weil die Gegner dann schon lange nicht mehr da stehen, wo diese Schlangen aus dem Boden kommen. Also ich fand diesen Spell immer ziemlich schwierig. Was hat denn der für eine Reichweite? Hallo?
Hallo? Ey, guckt euch das an. Das wusste ich auch nicht, dass der so weit reichen kann hier. Nein. Oh, hier bin ich jetzt gestorben. Ja, super. Ah, ich habe hier so einen Death Counter drin. Peinlich, peinlich. Der Spell skaliert aber auch mit S auf Blutfärbung anstatt auf Kran. Arcan, ja, genau, der ist irgendwie. Ich dachte, der macht physischen Schaden, aber Blutfärbung kann auch sein. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Ich wusste, dass er nicht auf Arcan levelt hier oder skaliert, aber ich hatte gedacht, das wäre jetzt Stärke einfach. Okay, also wenn ich zu oft sterbe, dann schalte ich diesen Death Counter hier wieder aus. Ach, der hat jetzt hier meine Blutechos gehabt. Das verstehe ich auch immer nicht, wer hier mein Zeugs holt. Aber der Spell an sich ist nicht schlecht oder ist ganz witzig. Aber wie gesagt, ich habe damit immer nie was getroffen. Oder selten was getroffen. Wieso kommst du jetzt hier rumgelaufen? Der läuft normalerweise immer da nach oben. Wieso läuft der jetzt hier runter? Der droppt übrigens oft Blutsteinscherben hier. Also wenn man ganz am Anfang Blutsteinscherben farmen will, dann kann man den Typen hier ganz gut dafür hernehmen. Ist aber natürlich auch ein dicker Brocken für den Anfang, muss man sagen. Obwohl ich meine Waffe hier noch gar nicht abgegradet habe. Also auch mit einer nicht abgegradeten Waffe kommt man hier ganz gut zurecht. Ach. Dich wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Naja, gut. Ja, jetzt läufst du wieder hier weg, oder was? Ich will eigentlich da hinten, da gibt es eine Zwillingsblutsteinscherbe und deswegen bin ich hier eigentlich unterwegs. Zu spät. Oh, ich hänge hier fest. Oh, das darf wohl nicht wahr sein. Jetzt bin ich schon wieder gestorben. Mei, oh mei, oh mei. Und ich bin noch nicht mal 50 Meter hier aus dem Eingang raus und schon dreimal gestorben. Ich glaube, den Death Counter, den schalte ich wieder aus. Wird ja zu peinlich hier. Ah. Was tut man nicht für ein paar Scherben? Aber da muss man hier halt alles wieder nochmal. Die lassen sich auch irgendwie schlecht staggern hier. Ey, jetzt mit einem Überlebenspünktchen hier noch, oder was? Ich bin nicht ganz konzentriert, ich merke das schon. So.
Das ist irgendwie schon anders, wenn man streamt oder wenn man so alleine vor sich hinspielt hier. Jetzt lasse ich den einfach mal vorbeilaufen hier. Ich bin momentan auf Platinjagd in Dark Souls 2, aber gestern 2 Stunden diesen blöden Glockenhüter-Eid offline gefarmt. Ja, Glockenhüter-Eid ist blöd und die Sonnenlichtmedaillen sind blöd, wenn man die offline farmt. Läuft der da jetzt hoch? Ich hoffe mal, der läuft da hoch. Oder kann ich hier die Tür zumachen? Ich mach mal die Tür zu. Hab ich noch nie gemacht, aber vielleicht hilft es ja was. Ich könnte ja mal mit meinem Flammenwerfer hier probieren. Ah, der lässt sich nicht staggern, das ist natürlich doof. Er macht schon gut Schaden, aber jetzt 2 auf einmal, Leute, das ist jetzt irgendwie ungünstig. So. Dann war es nur noch einer. Glänzende Münzen, supi. Darauf habe ich gewartet. Ich wollte den ja eigentlich gar nicht. Gott. Ich hasse dieses Gebiet hier unten. Blutfiolen. Kann ich auch gut brauchen. Ja, an die Sonnenmedaillen muss ich auch noch ran. Ja, die... Da habe ich auch mal irgendwie ein Video gemacht, wie man die offline farmt. Ist aber auch recht mühsam. Bei diesen Falknern kann man die... offline farmen. So. Und bei meinem Glück sterbe ich jetzt da vorne gleich nochmal. Nur ein einfache. Ach, jetzt war ich zu langsam. Ich hätte diesen Krabbler da gebraucht. Naja, gut. Wir finden noch mehr Scherben. Jetzt habe ich da oben die Tür zugemacht. Weil dieser Krabbler hätte, glaube ich, Doppelscherben. Getroppt, meine ich. Chance vertan. Mist, Mist, Mist. Okay. Gut, jetzt mache ich aber erstmal ein Upgrade von meiner Axt hier. Jetzt habe ich ja genug Scherben gesammelt, dass ich der auch mal ein bisschen Upgrade verpassen kann. Irgend so einen Edelstein hatte ich ja auch noch. Genau. Okay, plus 2. Naja. Na gut, viel gibt er jetzt nicht, aber besser wie nichts. Besser wie nichts. So.
Aber ich glaube, für ein Upgrade reicht's nicht. Willkommen. Was? Nun gut, lasst mich. Nee. Gut. Dann gehen wir nach Altjanam. Machen da weiter. Sterben da so vor uns hin. Ach, da wollte ich mir noch die Jägerfackel holen. Genau, da sind wir zwar runtergesprungen irgendwie, aber da habe ich mich dann nicht weiter drum gekümmert da unten. Aber das sollten wir jetzt mal tun. Genau, hier sind wir angekommen. Kennt ihr übrigens da oben die Statue hier, so im Himmel? Die ist irgendwie vergessen worden von den Entwicklern und schwebt jetzt hier immer so im Himmel, so als kleiner Gag am Rande. Ich würde schon sterben, ja. Kann ich zwar auch gut brauchen hier jetzt, aber Zwillingsblutsteinscherben wären mir lieber. Ihr lieben Leute hier. Na, komm mal her. Oh, schon wieder zu zweit. Genau, die nehmen wir jetzt auch mal. Die skaliert nämlich auch mit Arkan. Und da kann man ganz gut diese Viecher hier wegfuchteln. Diese, ja, keine Ahnung, Bestien. Diese, oder die Menschen, die sich hier in Bestien verwandelt haben. So, aber richtige Zwillingsblutsteinscherben können wir, glaube ich, erst in der Hemwig-Knochenstraße farmen. Und bis dahin ist es noch ein bisschen hin. So. Ich weiß gar nicht, findet man in diesem Gebiet Zwillingsblutsteinscherben? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Glaube eher nicht. Sich heute irgendwie komisch alle. Irgendwie sind die alle komisch heute. Die haben es auf mich abgesehen. Oh, genau, das sage ich doch. Na, ist gut. Jägerfackel skaliert auch mit A oder B auf Arkan. Hat mir persönlich für andere Gegner oder Bosse eine kurze Reichweite. Ja, stimmt. Also die hat schon eine kurze Reichweite, aber die fürchten, also diese Viecher hier, die fürchten sich davor und da reicht es eigentlich schon, wenn man die in der Hand hat, dass die sich nicht so nah rantrauen und wenn, dann lassen die sich ganz gut damit verscheuchen auch, finde ich. Sollte nicht immer mit aufgeladenen Angriffen hier rumlaufen. Das kostet so viel Zeit. Die dauern ja so lang. Zwillingsblutscherben gibt es alternativ auch noch auf der rechten Seite, bevor man in das Unterrichtsgebäude kommt. Ja, im verbotenen Wald. Ja, ja. Aber da muss ich ja erst Amelia besiegt haben. Und für Amelia hätte ich schon ganz gern die Waffe abgegradet. Oh,
die Sonne wieder, oder ist es der Mond? Nee, Sonne, Mond. Also in der Hemwig-Knochenstraße heißt die, glaube ich, findet man einige. Im Kathedralenbezirk gibt es auch noch welche. Also ich meine, dieser Krabbler da, der sich da gerade aufgelöst hat, bevor ich da hingelaufen bin, weil ich zu langsam war, hätte welche gedroppt normalerweise. Ihr seid eine geschickte Jägerin. Gnadenlos, trunkel. Mit dem Jura verscherzt hier. Ein Habenichtsblut-Edelstein. Was macht der denn? Ich sammle ja alles auf, was ich kriegen kann, weil was ich nicht brauchen kann, kann ich ja zu Geld machen. Ich meine, vor der Kathedrale rechts gibt es noch die zwei Jäger und da gibt es einige Krabbler vor der Kathedrale. Ja, genau, die droppen das auch noch. Da vor, da wo ich dann den Mandelstein brauche, um in das Unterrichtsgebäude zu kommen. Stimmt. Oder die Tür dann offen ist, wenn ich schon weit genug bin. Stimmt, stimmt. So. Jetzt schlagen wir uns hier mal durch. Nix hier. Gegengift. Eine Blutfiole. So, und jetzt schauen wir, dass wir hier Kaffee machen, bevor der gute Jura uns hier nicht, was da hinten gelegen ist. Es war aber nichts Besonderes, glaube ich. Weil ich weiß, dass sich das irgendwie nicht gelohnt hat, sich da durch die Krähen zu schnetzeln. So. Die auch erledigt. Das ist hier auch irgendwie eine total blöde Stelle, finde ich. Her. So. Den auch noch erledigt. Aber ich glaube, hier kommt nichts mehr mit Zwillingssteinscherben. Schnell wieder rein in die gute Stube hier. Also das hasse ich wirklich hier. Jetzt hätte ich doch... Das ist doch blöd irgendwie. Den Flammenwerfer brauche ich eigentlich jetzt noch gar nicht. Thank you.
schauen. Ich glaube, das waren hier jetzt alle, oder? Bis auf den hier. Also da drüben gehe ich jetzt erstmal nicht rein, wo der Jäger da oben rumläuft, sondern ich gucke hier, dass ich erstmal hier durchkomme und den Shortcut aufmache. Das ist mir jetzt alles zu gefährlich hier. Alles zu gefährlich. Und keine Angst, ich gehe jetzt nicht da hoch. Das denke ich mir auch. So. Und hier immer die Angst, dass ich hier irgendwo runterfalle. Die Angst ist ziemlich berechtigt. Ja. Ist runtergefallen? Ja. So. Weiter im Konzept. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was hier gelegen ist. Wissen des Verrückten. Jetzt habe ich schon wieder die Übersicht verloren, wo ich eigentlich hin muss. Da hinten runter, oder? Runter? Ja. Komme ich darüber? Wahrscheinlich nicht. Ja. Nee. Also springen in Bloodborne hier, das ist auch so eine Sache für sich. Wir. Gibt es hier noch was Interessantes drin? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt machen wir aber zumindest hier den Shortcut mal auf. Ah, hier hoch. Näher da oben kann man direkt zu Beginn mit 2 bis 3 Pistolenschüssen in den Abgrund schützen. Ja, ich nicht. Ich habe das noch nie geschafft. Irgendwie. Man kann aber auch, wenn man die bluthungrige Bestie besiegt hat, aus dem Gebiet rausgehen und wieder reingehen, also in den Traum des Jägers, und dann wieder rein zu der Laterne von der bluthungrigen Bestie und von hinten dann hier hochlaufen. Dann hat er einen nämlich noch nicht gesehen und dann kann man mit ihm, halt, da muss ich lang, quasi Freundschaft schließen. Und dann greift er einen auch nicht an. Was ziemlich praktisch ist. Aber ich mache den normalerweise sowieso nicht, wenn ich hier jetzt hier so als Arkan unterwegs bin, weil der droppt ja nur ein Jägerabzeichen und das brauche ich in dem Fall gar nicht. So, jetzt wollte ich diesen Krabbler hier noch... Dich nicht. Ach komm. Also, den Krabbler habe ich nicht erwischt. Ja, die Fackel ist aber nicht schlecht. Und die haben eben auch Angst hier davor. Von daher. Wo war denn der jetzt? Nein, der ist schon weg. Mist. Also mit den Krabblern habe ich es nicht so. Aber ich glaube, für die bluthungrige Bestie brauche ich die Zwillingsblutsteinscherben jetzt auch nicht unbedingt. Oh, sind sie zu zweit.
2 will ich nicht. Und dann mache ich ja die ganzen Tore da auf von der... es sind immer noch 2. Ich dachte, eine wäre jetzt abgebogen. Nein, nein, du bringst mich hier nicht um. Zu kurze Reichweite. Mensch, 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 jetzt kommt der andere wahrscheinlich auch noch hier angelaufen, oder? Die droppen leider auch nur einfache Blutsteinscherben. Was ich jetzt doof finde. Man lernt immer wieder was dazu. Ich dachte, das geht, wenn man nur Pal besiegt hat. Ja, dann auch. Dann kommt man, also wenn man Pal besiegt hat, dann kommt man ja hier unten, wo dieser Wolf hier rauskommt, kommt man da. War da eigentlich auch noch irgendwas zum Aufsammeln? Weiß jetzt gar nicht. Ha! Oh, jetzt bin ich wieder weggekommen. Mensch. Wenig aus, da war ich noch schon. Ja. Zu wenig Ausdauer aus der Übung. Ah. Gott, Gott, Gott. So. Halt, ich wollte ja da hinten rein. Genau, da hinten kommt man ja durch. Hier geht's ja zu Pal. Und ja, aber das müsste, es geht auch, wenn man hier, also das ist ja egal, man kommt ja immer hier durch. Oh, hier liegt noch was. Und sobald man hier irgendwie durchläuft, dann passt das schon. Also. So, da hinten waren, glaube ich, nur Beast Pellets. Wird auch schon besser. Ja, Blutsteinscherben. Nützt mir jetzt nicht so viel. Gut, ich kann noch ein Level up machen hier von meiner Axt. Das. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Aber jetzt machen wir hier erstmal den Shortcut auf. Und bringe meine Blutechos hier in Sicherheit, bevor ich dann hier zur bluthungrigen Bestie latsche. Und ich wollte mal gucken, wie viel von den Bestienblut-Cocktails ich da dabei habe, weil die sind ja da recht hilfreich in dem Bosskampf. Ja, dann sind wir doch ganz gut hier durchgekommen. So,
immer noch zum Jäger. Traum des Jägers, nicht Jäger. Genau. So. Erstmal Waffen upgraden. Und für den habe ich nichts. Jetzt schauen wir noch mal. Ich habe doch hier so Blutedelsteine. Gehabt. Aber ich habe doch noch diese Brosche hier irgendwie. Nicht, ob ich den da auch einsetzen kann. Schauen wir mal. Was bringt denn der? Ich glaube nicht so viel. Ah doch, plus bis 10. Plus 10. So, und wie viele Cocktails habe ich jetzt hier? 7. Was verkauft ihr mir noch Schönes hier? Okay. Gut, aber bei denen können wir jetzt was verkaufen. Wir verkaufen jetzt immer allen Krempel, den wir nicht brauchen. Stahlblut. Fackel. Sind wir bereit für ein paar Upgrades, glaube ich. Fast. So. Schauen wir mal, was wir dafür kriegen. Ja, schade. Bisschen Vitalität hätte ich auch noch gerne investiert. Naja, gut, machen wir mal so. Ah, fehlen halt noch ein paar. Lebt wohl, gute Jägerin. Fehlen noch ein paar, aber. So, kann ich die Spieluhr verkaufen? Kann ich die verkaufen? Ich glaube nicht. Das ist ja so ein. Nee. Questgegenstand und offensichtlich kann man die nicht verkaufen. Gut, ja, dann gehen wir doch mal. Dann gehen wir jetzt zur bluthungrigen Bestie. Ich versuche die jetzt mal alleine zu machen und wenn ich es nicht schaffe, kann ich mir immer noch den Alfred herbimmeln. So, zur Hilfe. Vielleicht kaufst du dir noch Ghostcoins Rüstung wegen der Giftresistenz. Jetzt habe ich zu spät gelesen. Mist. Stimmt, die hat mehr Giftresistenz. Ach, egal. Egal. So wie wir gebaut sind. Aber ich sollte mir die hier reintun. Und das hier. Wichtig.
Jetzt stürze ich hier in den Tod wahrscheinlich, oder? Hatte ich auch schon mal. Bin ich hier irgendwo daneben gesprungen? Und bin dann in den Tod gestürzt. So, dann gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ah, jetzt laufe ich schon wieder verkehrt. Ah, nein, nein, nein. Oh Gott. Oh Gott. Wo laufe ich denn hin? Ich Depp. Ah. Genau, hier könnte ich jetzt den Alfred herbimmeln. Aber. Ich probiere das jetzt erstmal so. Hier gibt es auch noch Zeug zum Aufsammeln, ne? Bin ich jetzt so mutig und. Und mach das? Ja, wenn ich schon mal hier bin. Das kann man gut brauchen. Ach was, ich gehe jetzt hier mal rein. Ich gehe jetzt hier mal rein. Mir ist schon ganz schlecht. So. Ich hasse diesen Boss. Nein! Das gibt's nicht, oder? Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich war jetzt so, oh, endlich besiegt. Das, ja. Okay, gut, egal. Jetzt müssen wir halt dann nochmal runter, unsere Blutechos wieder aufsammeln. Aber der Boss ist erledigt, also von daher alles gut, alles gut. Ja, das ist immer so einer meiner Hassbosse hier, ehrlich. Das mit dem Giftzeugs. Und der geht ja noch, der die bluthungrige Bestie da im in den Kelch verließen, ist ja noch schlimmer. Finde ich, hat viel mehr Gesundheit. Und ist, also da habe ich wirklich meine Probleme gehabt. Aber mit
So als Arkan-Charakter geht es eigentlich. Da unten waren, glaube ich, auch noch so Blutcocktails, aber was droppst du eigentlich? Nur Edelsteine, oder? Oh Gott. Ah, nein, 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 nein. Nein, nein. Oh Gott. Jetzt bin ich hier vergiftet. Darf wohl nicht wahr sein. Aha, schnell, 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 schnell. Ich brauche meine Blutechos wieder. Wo habe ich denn die verloren? Finde ich die nicht mehr. Doch, da vorne. Beide Güte, beide Güte. Aber ich könnte ja hier mal Gegengift einwerfen und das Gegengift hier hinten auch noch einsammeln. Wer weiß, wofür man es braucht. So. Leute, ich sag's euch. Ah Gott, so. Aber, jetzt. Jetzt können wir nämlich ganz cool genau, jetzt machen wir ein Kelchritual. 1000, ich blute ich jetzt, mein Gott. So. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Jetzt holen wir uns nämlich ein paar Blutechos hier. Ich finde sowohl die Blutringe besser als auch VK in Melia mit Arkan recht blöd. Nee, hast ja gesehen, es geht eigentlich. Und die Amelia ist mit dem Flammensprüher eigentlich auch nicht so schlecht zu machen. Da muss man auf ihre Beine gehen und Arme. Und dann staggert die das ja. Also wenn du einen Arm irgendwie verletzt hast, dann fällt die ja so in sich zusammen und dann muss man auf die nächste Gliedmaße, die halt gerade in der Nähe ist, gehen und dann kommt die in so einen Rhythmus, wo sie dann nicht mehr aufsteht und dann kriegt man die eigentlich ganz gut erledigt. Also man muss bloß aufpassen, dass sie halt nicht zwischendrin irgendwann mal zu Luft kommt. Ich zeige euch den jetzt mal. Kennt wahrscheinlich schon jeder. Kleiner Cheat am Rande. Na? Hallo? So kann ich jetzt hier nicht rein. Das jetzt wieder. Oh. So, das ist nämlich so ein Kelchverlies, mit in dem man richtig gut Blutechos farmen kann, ohne was zu tun. Ihr seht schon, die Gesundheit da oben ist jetzt nicht so prickelnd. Deswegen gehen wir hier auch nicht weiter rein. Wir warten einfach nur. Und kriegen dann viel Blutechos. Ich habe natürlich jetzt noch keine Rune, mit der ich das dann erhöhen könnte. Aber man kann da, wenn man alle drei, welche Runen sind denn das, mit denen man die Blutechos erhöht, weiß jetzt gerade nicht auswendig,
Dann kann man da ungefähr 140.000 einmal mit einmaligen Besuch holen. Nun gut, lass. So. Dann machen wir hier nämlich mal ein bisschen. Was könnte ich jetzt von euch noch kaufen? Quecksilberkugeln. Blaues Elixier gibt es hier auch noch nicht, oder? Nee. Gut, dann. Reparieren wir nur die Axt. War aber jetzt nicht so nötig, aber ich repariere trotzdem immer. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder in den Kathedralenbezirk zurück. Und machen jetzt erstmal die Tore da überall auf. Achso, ich bin ja hier noch einen Boss weiter, genau. So mit meinem Bosszähler und meinem Todeszähler hier. Ach, muss mich ja auch erst dran gewöhnen. Ich streame ja nicht so oft und habe jetzt erst wieder angefangen. Ich habe festgestellt, vor 3 Jahren habe ich das letzte Mal gestreamt gehabt. Jetzt. Und habe jetzt letzte Woche und diese Woche quasi wieder angefangen. Und da kämpfe ich immer noch etwas mit der Technik. Was ist jetzt hier drin? Weiß ich auch schon nicht mehr. Kommunion. Bleib da. Ah, da kriege ich 2, das ist gut. Da kriege ich 2. So, jetzt geht das wieder los hier. Sterbe ich sicher wieder gleich. Oh, je, je. Nein, ich hab's geschafft. Aber noch bin ich ja nicht hier unten. So. Gut. Wie oft ich da schon daneben gefallen bin. So, was machen wir jetzt hier? Wir sammeln alles ein. Das kann man auch gut verkaufen, gibt auch viel Blutechos und dann hier die Nabelschnur. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, wo ich die anderen herkriege, ehrlich gesagt. Die mache ich nicht an die Laterne. Falls ich sterben sollte, will ich nämlich nicht hier aufwachen. Wieder hier runter, ohne dass ich mir den Hals breche.
Ich glaube, auf den Kistenstapel hüpfen, oder? Das war immer eine ganz gute Idee. Oh Gott! Bleib mir hier vom Leib! Ich will nur hier durch! Hier unten gibt es auch nicht so wahnsinnig viel Zeug zum Einsammeln, was interessant wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen schaue ich da, dass ich mich möglichst schnell vom Acker mache immer. So. Können wir hier nämlich die Tore hier von dieser Seite aus aufmachen. So, nur gucken hier, dass uns hier niemand ins Genick springt. Durch und aufmachen. Wenn man das nämlich von hier hinten macht, dann spart man sich da diese 10.000 Blutechos, um sich da hier den Schlüssel zu kaufen. So. Das ist wieder mein Dear Friend. Ich bin gar nicht da. Genau, ihr geht da alle mal. So. So, und wenn ich jetzt hier rauswarpe und wieder rein, dann müsste ich ja eigentlich mit der Aileen quatschen können, glaube ich. Ach, ich sollte wieder auf Offline schalten, weil nicht, dass ich hier überfallen werde. Habe ich nämlich überhaupt keine Lust. Mache ich jetzt gerade noch mal. Gehe hier noch mal auf Offline. Das habe ich ja nur wegen dem Kelchverlies da gebraucht. Genau. Und jetzt muss ich noch mal überlegen, wo ich denn diese ganzen Nabelschnüre herbekommen habe. Also die eine habe ich ja jetzt da gefunden. Insgesamt findet man ja 4. Muss ich nochmal nachschauen. Habe ich echt keine Ahnung mehr. Peinlich, peinlich. Also so Nebenquests hier in Bloodborne, da bin ich jetzt nicht so... ganz fit da drin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also die von der Aileen hier, die kriege ich immer noch gebacken, aber mit den anderen Mädels, die ich da in die Kathedrale schicken kann, oder nicht in die Kathedrale, dann die Kirche, und den einen Typen, der immer das Gegenteil von dem sagt, was er eigentlich meint, kann man ja auch da reinschicken. Aber irgendwie kriegt man da nichts Lohnenswertes, dass sich das lohnen würde, diese ganzen Questlines zu machen. Deswegen mache ich meistens nur die von der Aileen, weil die halt noch ganz interessant ist. Genau. Oh, hallo. Ihr kommt gerade richtig. Geht nicht zum Grab unterhalb der Weedon-Kapelle im Kat... Henrik, ein alter Jäger, ist Wahnsinn. Und ich... Geht nichts, ich... Okay, dann haben wir jetzt die Questline wieder
weiter vorangetrieben und wir... Sackman schon da? Oh ja. Oh, nein, nein, nein. Oh, ich hab da zu viele dagegen drum geguckt. Mist. Shit. Ach, hier könnte ich, glaube ich, Antal oder so. Nee, Henriette kann ich bis beschwören. Ich bin falsch gelaufen. Ich wollte hier gar nicht durch. Mist. Aber wir gehen jetzt in die Knochenstraße. Ah, nein. Oh. Leute. Weil wir müssen ja sowieso die Hexen hier von Hemwig machen. Weil ich ja in die... Was ist so? Nee, nur... in das Schloss Kanehurst muss, um meinen Spell zu bekommen. Den ich unbedingt brauche oder den ich dann durchs ganze Spiel verwenden werde, nämlich die Henkershandschuhe. Oh, diese Gegend ist toll. Gegend ist. Ah! Lass mich in Ruhe. Oh, zwei! Oh nein, oh nein, oh nein! Zwillingsblutscheinscherben. Immerhin, immerhin, immerhin. So. Silberkugel kann ich auch gut brauchen. Oh Gott, oh Gott. Das ist auch echt so eine Gegend hier. Gott sei Dank ist hier nichts giftig. Gott. Ah, je, je, je. Meine Güte. Willst du nicht den Augur noch vorher holen? Ja, kann ich ja nicht. Dazu brauche ich ja erstmal den Mandelstein. Und den Mandelstein? Wo kriege ich jetzt den Mandelstein her? Den habe ich... Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Musste ich da nicht durch den verbotenen Wald? Jetzt bin ich gerade ein bisschen lost. Aber ich kann mal mit dem einen Typen da oben quatschen. Der gibt einem den doch auch, oder? Nein, jetzt bin ich schon wieder verkehrt gelaufen, ich Depp. Hier. Oh. Oh Gott. Ja, nun ist...
Minuten ist aber gut hier. Aber hier kriege ich doch eine Blutsternscherbe, oder? Zwei Zwillingsblutsternscherben. So, für Kenos durch den verbotenen Wald. Ja, aber da. Ja, ich komme ja aber da erstmal nicht dran. Da muss ich ja Amelia besiegen. Und die will ich ja jetzt noch nicht. Bis ich nicht meine Waffe hier irgendwie ein bisschen upgegradet habe. Ich glaube, jetzt bin ich hier ganz falsch. Ja, hier komme ich nicht weiter. Ach, Mann, Mann, Mann. Nee, jetzt bin ich ganz lost. Moment. Also, jetzt sammle ich erstmal Zeug ein. Und dann gehen wir nochmal in die Knochenstraße zurück, weil... Nee. Ich habe die Hexen immer mit dem Augur von Ebrietas gemacht. Also muss ich den vorher irgendwo gekriegt haben. Ja, oder komme ich da... Komme ich da in das Unterrichtsgebäude? Oh, Leute. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich laufe auf der anderen Seite mal runter. Und guck mal, ob ich da... Wenn ich wieder hin finde, wo ich hin wollte... Genau, und guck mal, ob ich da in das Unterrichtsgebäude komme. Ich glaube eigentlich nicht. Obwohl, ich schau mal. Hey, ach Gott. Blöd, Mann. So. Ich guck jetzt einfach mal. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. Aber ich habe meine Seelen da noch. Seelen, sage ich schon. Meine Blutechos da noch liegen. Dieser Sackmann jetzt hier. Natürlich ist der da. Ach, Mist. Oh nee, komm, bleib du mir hier vom Leib. Ach, nee, ich wollte doch gucken, was der Krabbler da hat. Geht der wieder zurück? Nee, geht er nicht. Mist. Das ist ja toll, weil ich will den eigentlich... Ah, ich wollte den noch gar nicht machen. Weil die noch viel zu stark sind. Jetzt ist er durch die Decke geglitscht. Selber schuld. So. Ah. Eine normale Blutsteinscherben. So, und wo ist der jetzt hin? Da oben reingeglitscht, oder? In den Felsen. Du hast vorher Amelia besiegt und hast eine Mandelstein und die Kanehurst-Vorlade. Ja, für Kanehurst muss ich die Amelia machen. Das weiß ich schon. Genau deswegen laufe ich hier so ungern rein. So, aber hier komme ich doch. Oder hier? Ja, okay, gut. Also ich brauche doch den Mandelstein. Ah. Jetzt
Jetzt bin ich aber über völlig lost irgendwie. Jetzt habe ich. Ich hatte mir doch irgendwo aufgeschrieben, wo ich langlaufen wollte. Okay. Nee, wir gehen jetzt nochmal in die Hemwig-Knochenstraße. So. Gehen da jetzt ein bisschen vorsichtiger vor. Kriegen wir das auch gebacken. So, ich will ja eigentlich nur bis zum nächsten Leuchtfeuer. Aber irgendwie bin ich jetzt verwirrt. Habe ich das Spiel echt so lange nicht mehr gespielt, dass ich nicht mehr weiß, wo ich hinlaufen muss. Habe ich fast so das Gefühl. Ich dachte, ich bin hier hinterm Baum. Guck du mal wieder woanders hin. Hey, das gibt's doch nicht, ey, so. Den Tod habe ich auch noch nicht gezählt. Oder sind es jetzt schon vier, glaube ich? So, jetzt gehen wir hier durch. Ich glaube, das ist besser. Könnte man doch auch noch Zeug einsammeln, wenn ich schon mal hier bin. Hier hinten, genau. War doch auch noch was. So, hier sammle ich erstmal nichts ein. Hey, das darf wohl nicht wahr sein. Hey. Ja, wie diese No-Hit-Runner da durchkommen, ist mir ein Rätsel. Ich bin schon fünfmal an der gleichen Stelle hier sterbe. So. Ich mach drei Kreuze, wenn ich hier durch bin. Mal so der. Na, guck mal her. Ja, der hätte jetzt aber auch eine Zwillingsblutsteinscherbe droppen können.
Oh, ich dachte, der erwischt mich hier hinter nicht. So. Die haben doch eben Zwillingsblutscheinscherben hier gedroppt. Das wäre doch mal nice gewesen. Wenn hier noch ein paar kommen. Wie viele von diesen Typen gibt es denn hier? Kiesel. Kiesel brauche ich ja unbedingt. Wo rennen die jetzt alle hin? Schauen, gutachten ihren toten Kumpel hier. Also wie gesagt, ich habe so das Gefühl, die verhalten sich hier alle seltsam heute. Also, normalerweise sind die ziemlich standorttreu hier. Und die machen aber auch einen Schaden. Gleich zwei. Knochenmarkasche, genau, deswegen bin ich nämlich auch da. Weil die brauchen wir unbedingt nachher für die Amelia. Wenn ich da mit meinem Feuersprüher reingehe. Und da liegt nämlich hier vorne auch noch welche und die möchte ich gerne mitnehmen. Das ist ein verdammter Fluch! Irgendwo in Deckung gehen. Na komm, Jungs. Genau, guckt mal schön das Feuer an und dann kann ich mich nämlich hier sneaky anschleichen. Das ist ein verdammter Fluch. Noch eine Markasche brauche ich dringend und für Rum brauchen wir die nämlich auch. So. So, und jetzt hoffe ich, dass ich da unten an diesen blöden Hunden vorbeikomme. Immerhin einen. Also wenn man hier nichts einsammeln will, kann man auch durchlaufen und vorbeilaufen. Das geht auch ganz gut, aber wenn ich hier das ganze Zeug eben haben will. Quecksilberkugeln brauche ich halt und die Knochenmarksasche. Dann muss ich mir halt dieses Gebiet hier freikämpfen. Was halt etwas doof ist, aber okay. Lasst mich gerade mal gucken, wie viel Zeug ich schon habe. 5 Zwillingsblutsteinscherben. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie lange ich jetzt noch mache. Ah ja, ein paar Minuten mache ich noch. Ich wollte heute eigentlich nicht so lang, aber jetzt bin ich gerade hier so mal drin. Im Sterben und im Looten. So, Mädels.
Irgendwie hätte ich vielleicht mir doch das Sägeball mitnehmen sollen, habe ich manchmal so das Gefühl. Jetzt habe ich schon so eine lange Waffe und schlag immer noch daneben vor lauter Schiss. Die Troppen aber auch nichts hier. Aber ich glaube, da um die Ecke waren auch noch Blutsteinscherben, wenn mich nicht alles täuscht. Hier war jedenfalls nichts Gescheites. Und ich komme auch nicht dran. Ja, genau. Genau, 2, 7. Ja, das reicht das? Nee, einmal 3, einmal 5. 8 brauche ich dann, gell? 8. So, und hier kann man auch noch quatschen mit irgendjemandem. Hört ihr das Flüstern des Friedhofs? Dann ist es bald Zeit. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ja, du stirbst jetzt auch bald da drin. Also was es mit der Dame da drin auf sich hat, das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Na, guck mal hier, Hund. Huch, geht mein Ding. Pistole gar nicht so weit hier. So. Die wirft mir jetzt hier irgendwelche Molotow-Cocktails ins Genick. Ja, dich habe ich schon gesehen hier, Hammer-Lady. Wo ist die jetzt hin? Da. Okay, erstmal Zeug aufsammeln. Die hat sich jetzt hier wieder vom Acker gemacht. Hofft, dass ich sie nicht sehe. Aber weit gefehlt. So, aber hier waren doch noch, genau, 2 Zwillingsblutsteinscherben. Schnell mal hier vorbeirennen. Damit dieser Fetti mich nicht sieht. Aber der droppt auch irgendwas, was man brauchen kann. Aber da habe ich jetzt keine Lust, mich mit dem anzulegen, ehrlich zu sein. Nein. Ach, die Kamera ist jetzt aber nicht mein Freund. So. So, weiter. Ach, Leute. So, jetzt kann ich aber, glaube ich, hier doch den Shortcut da freischalten. Genau. Aber das schon mal erledigt. So. Boah.
Hier mache ich mir ja auch immer ins Hemd. Nach Marks Asche. Ja, wo bin ich? Ich weiß es auch nicht. Oh, nein, 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 nein! Oh, nee! Wieso kommt der da runtergesprungen? Normalerweise springt er an einem vorbei. Soweit ich weiß, hat die Frau in der Hütte keine Bedeutung. Einfach nur eine weitere Tür zum Klopfen. Ja, manche reagieren ja auch gar nicht auf mein Klopfen. Die jammern dann nur rum und interessieren sich nicht weiter. So, zum Glück haben wir das jetzt hier aufgemacht. Und mein Todeszähler. Muss ich jetzt hochzählen. So. So, jetzt probier das nochmal. Ach nee, jetzt hat die Lady hier mein... Ah. Oh Gott. Ich sehe gar nichts. So, du könntest jetzt hier auch mal hier vom Acker machen, genau. Will ich aber auch meinen. Oh, eine Zwillingsblutscherbe. Boah, Leute. Leute, Leute, Leute. Hier war doch auch noch irgendwie so. Grabler! Was? Da brauchst du schon auch noch zwei. Ah, das ist doch. Das ist sehr nice. So. Das Schloss Kanehurst da drüben, oder? Genau. Mit dieser kaputten Brücke. So, Lady, komm mal hierher, wo ein bisschen mehr Platz ist. Nämlich keine Lust, hier in die Tiefe zu fallen. Blutfiolen kann ich auch gut brauchen. So. Wie sieht's denn hier mit dir mit Molotows aus? Oh, also diese Gegend wimmelt ja nur von irgendwelchen Gegnern. Ah. Aber da um die Ecke liegen, habe ich auch noch so Zwillingsbruchsteinscherben und die hätte ich jetzt ganz gerne. Glaube ich hier. Ja. Ah. Elendes Mistviech. So. Genau, und dann da kann ich unten noch so einen Shortcut aufmachen, oder? Hahaha. Ich weiß doch, wie wo hier alle stehen, die mich überfallen, so hinter einer Ecke und so.
So. Jetzt haben wir hier alles aufgemacht. Und jetzt werde ich noch meine Waffe ein bisschen upgraden. Aber wie zum Henker bin ich jetzt... da an diesen Mandelstein gekommen? Oder habe ich die Amelia vorher gemacht? Ich glaube, die muss ich vorher machen. Vor den Hexen. Kann ich hier noch mal rein eigentlich jetzt, wenn der schon mal offen ist? Ja. Weil wenn ich den schon mal aufgemacht habe hier, dann kann ich ja... kann ich ja vielleicht hier mich noch ein bisschen pimpen. Meinen Arkan noch etwas pimpen. Und dann schauen wir, dass wir die Amelia heute noch machen. Und dann würde ich es für diesen Stream dann auch gut sein lassen. Genau, dann probieren wir das jetzt einfach nochmal hier. Zweimal. Ja, das reicht erstmal, glaube ich. So, jetzt machen wir ein Upgrade von unserem guten Flammenwerfer. Und dann werde ich noch etwas in Gesundheit investieren und natürlich in Arkan. Aber Amelia ist auch immer so eine Sache, obwohl die mit dem mit dem Flammenwerfer eigentlich ganz gut geht. Bin ich ja nicht so mit viel Gesundheit gesegnet im Moment noch hier. Das heißt, so einen Schlag und ich bin tot. Sollte uns ein paar Level-Ups... Ah, den Haarschmuck kann ich auch noch abgeben. Eine Sehnsucht. Was passiert mit... Sag... Willkommen da. Was wünscht... Nun gut, lasst mich nicht... So, dann... schauen wir mal. Ach, jetzt habe ich so viele Blutechos ausgegeben, jetzt kann ich kein Level-Up mehr machen hier von meiner Waffe, oder? Das wäre jetzt noch die... Da muss ich wieder Zeug verkaufen. Waffe stärken. Doch, geht gerade noch. Gut, plus 5. Okay. Ich wollte ja noch... das ist das Lager. Ich
Habe ich nur noch 20 Blutfiolen da drin? Oh Gott. Wenig, wenig. Und keine Molotows? Hm. Das ist wenig. So. Gucken wir mal, ob wir was verkaufen können, was Geld bringt. Ach, wir haben ja noch das Puppengewand. Genau. Das können wir noch verkaufen. Genau. Und dann kriegen wir... Na? Ach so. Muss er kaufen. Molotows. Oh, die sind schon teurer geworden. Ich hatte doch noch welche im Lager. Irgendwie mit dem Lager komme ich im Moment gar nicht zurecht. Ich weiß nicht. Kaufen wir hier noch Blutfiolen. Gut. Gut, gut. So, und was brauchen wir dann alles? Also, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Die tun wir mal rein. Und die brauchen wir unbedingt. So. Ich glaube, dann haben wir alles. Dann probieren wir es jetzt einfach mal. Dann probieren wir es. Hallo Vanquish. Guten Abend, Abend du Twitterfee, ja. Hallo Tikul 11, hi. Schön, dass du auch wieder reinguckst. Ich habe gerade mit dem Lager gekämpft, du musst mit L1 ins Lager wechseln. Was war dein Inventar? Ja, ich muss mir das nochmal angucken. Das ist jedes Mal irgendwie anders mit Inventar und Lager und wie man da was rausholt. Das wollte ich eigentlich zwischenzeitlich mal gemacht haben, aber man kommt ja zu nichts. Ja, was ist bisher passiert? Ja, die bluthungrige Bestie haben wir erlegt. Und, ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Amelia. Mal gucken, wie das hier so funktioniert. Habe da schon die Hemwig-Knochenstraße besucht und Zwillingsblutsteinscherben gefarmt. Gefarmt ist gut. Eingesammelt. Genau. Und... Ja. Oh, der macht mich fertig hier. Und jetzt... bin ich gerade auf dem Weg eben zur Amelia und schau mal. Wie das hier so funktioniert. Oh Gott. Wahrscheinlich brauche ich 5 Mal, bis ich hier geschafft habe. Sagen, ich habe ja etwas
gut gelevelt, in Anführungszeichen. Aber die Quecksilberkugeln gehen da schon ganz schön weg hier. Wenn man da so drauf hält. Leute, geht mir aus dem Weg. Ich bin auf einer Mission. Wieso laufen die hier eigentlich alle noch rum? Sollten die nicht irgendwie in sich hier zusammenfallen? So. Aber jetzt. Ich habe was vergessen. Was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Ich hätte da was mitnehmen müssen. Oh mein Gott. Ich habe mir schon gedacht, warum laufen die hier noch rum? Mann, oh Mann, oh Mann, man merkt echt, ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Und blick's irgendwie gar nicht mehr. So, und hier sterbe ich noch auf dem Weg da nach oben, oder? Gott. Ich bin so doof, ich bin so doof. Naja, gut. Schädel schauen in der Kirche, ja. Hinterher fällt es mir dann auch ein, nachdem ich schon unten an der Tür bin. Oje, oje, oje. Hätte mir das jemand, dass das so einfach geht. Ja, normalerweise geht es nicht so einfach, weil man ja nicht so hoch gelevelt jetzt. Obwohl, wenn ich zur Amelia gehe, schaue ich schon, dass ich irgendwie so um Level 40 Arkan habe. Da investiere ich halt dann nicht so viel in Gesundheit. Die Cutscene. Ja, habe ich geskippt. Soll ich die Cutscenes laufen lassen zwischendrin? Also, ich denke mal, das hatte mir schon jeder gesehen. Genau, jetzt hängen die Typen nämlich auch hier schlafend rum und rühren sich nicht. Ich muss noch zurück einsammeln. Das war mir schon komisch vorgekommen hier. Ach. Und? Okay, ich sammle jetzt hier nichts ein. Oder nur ein bisschen was. Ich habe echt nicht mehr so ganz den Überblick, wo ich hinlaufen muss, was ich machen muss. Ich kann mich noch dunkel erinnern, wie ich das erste Mal gespielt habe. Ich glaube, ich habe da 60 oder 70 Stunden durchgebraucht. Fear the old blood. Bereits tot. So, jetzt haben wir es immerhin hierhin geschafft. Aber ich habe immer noch keinen Spell und den werden wir uns dann, glaube ich, des nächsten Stream dann holen. So, konnte man hier eigentlich noch was aufsammeln? Ich glaube nicht. Ne? Da war nichts zum Sammeln. Aber hier können wir jetzt Zwillingsblutsteinscherben sammeln.
Gebiet. Da wachsen die nämlich in den Schlangenhaufen. Ich will eigentlich nur bis zur nächsten Laterne. Super. Kiesel. Meine Lieblingsbeute. So. Gut. Dann gehen wir jetzt in den Traum des Jägers zurück. Weil ich sowieso meine Quecksilberkugeln wieder auffüllen muss. Ich habe vor der Cutscene geschrieben, die Nachricht. Ja, das kommt hier halt immer ein bisschen verzögert rein und wenn ich gerade hier so am Bosskampf vorbereiten bin, dann gucke ich nicht immer in den Chat. Ich bin da ja noch nicht so geübt. Wie gesagt, alles eine Sache der Übung und ich kämpfe auch immer noch mit der Technik. Habe ich jetzt hier das Ding für den DLC, gell? Ja, genau. Genau, so. Dann würde ich jetzt den Stream hier beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Stream wieder. Muss erst gucken, wann ich Zeit habe. Vielleicht am Sonntagnachmittag, muss ich mal schauen. Und da gehen wir dann durch den verbotenen Wald. Und ich werde mir dann erstmal den Augur von Ebrietas holen. Und dann auch noch das Schloss Kanehurst besuchen, allerdings dann nur den Spell holen, also die Henkershandschuhe da und aber nicht jetzt irgendwie das Gebiet hier abklappern und den Logarius, der ist als mit einer Arkanwaffe oder Arkanspells halt einfach kaum zu erlegen. Jo, wenn du sonntags nicht im Biergarten bist, ja, ja, also bei uns ist schönes Wetter, außer dass es heute Sturm war. Es war fast 20 Grad und die Sonne hat geschienen. Also, nee, sonntags gehe ich schon zum Frühstücken, bin ich verabredet. Aber nachmittags, ich glaube nicht, dass ich dann nochmal im Biergarten gehe. Ich glaube, die Biergärten haben hier sowieso schon zu. Gut, dann wünsche ich euch noch einen super tollen Abend und würde mich freuen, wenn ihr dann auch im nächsten Stream mal wieder kurz vorbeischaut. Ich freue mich ja über jeden Zuschauer hier in meinem winzigen Stream. Und ja, wünsche euch noch eine schöne Restwoche und wie gesagt, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.